So. In Ordnung? Ist der Kerl jetzt da hinten? Immer noch. Was macht der Hexer hier? Was soll ich denn sonst machen? Ritterturniere sind nur was für richtige Männer. Mich interessiert der Auftrag mit den Moderhäuten. Was weißt du darüber? Sie haben zwei Versorgungskarawanen der Armee vernichtet. Ehe wir hier ankamen, haben sie sich noch mit Kühen zufrieden gegeben. Aber seit der Nebel aufgetaucht ist, sind sie so dreist geworden, dass sie Jagd auf unsere Patrouillen machen. Die Männer aus unserer Kompanie haben zusammengelegt. Erledige die Sache und das Geld ist dein. Na gut. Ritter. Oh, ich brenne. Immer noch auf der Suche nach Münzen? Was soll ich denn sonst machen? Indirekt. Ich hab ein bisschen Bammel, gegen eine Heilige zu ziehen. Du hast so viel feindliche Propaganda gehört. Ja, aber wenn sie nun wirklich eine von den Göttern auserkorene Jungfrau ist? Mach dir keine Gedanken. Der Hexer wird mit... Ich kann nur für dich hoffen, dass du kein Soldat bist. Och Mann. Mit wem von euch muss ich denn nochmal sprechen? Was willst du, Hexer? Warst du bei der Schlacht dabei? War ich. Aber ich will nicht drüber reden. Auf dem Schlachtfeld kämpfen die Geister der Gefallenen von damals. Sie machen einander nieder und verwandeln sich in grässliche Trauguren. Edirner wie Kedvenner. Sogar deine alten Kameraden sind dabei. Ich will ihnen helfen. Aber dazu muss ich Genaues über den Verlauf der Schlacht erfahren. Oh, Pest und Cholera! Also gut, hör zu. Die Schlacht begann am Nachmittag. Das graue Fähnlein geriet an vorderster Front in einen Hinterhalt. Wir wurden von der Haupteinheit abgeschnitten und niedergemacht. Wegen der Scheißkundschafter und Sabrina, die das Schlachtfeld überwachen sollte. Die Schlacht war in vollem Gange. Da, wo du diese verfluchten Furchen siehst, wurde damals gekämpft. Edirns Streitkräfte wankten bisweilen, aber bezwingen konnten wir sie nicht. Und zwar wegen Seldkirk. Wir hatten den Besucher und sie hatten Seldkirk von Guleta, den Ritter ohne Fehl und Tadel, Edirns besten Schwertkämpfer. Kaum waren wir irgendwo im Vorteil, tauchte er auf und wendete das Schlachtenglück. Dann warf sich Vandergrift selbst in die Schlacht. Er traf auf Seldkirk und ein Kampf der Titanen entbrannte. Schließlich schlug er den weißen Ritter vom Kopf bis zu den Eiern entzwei. Und dann fiel der Tod vom Himmel. Brennende Erdbrocken flogen durch die Luft. Das ganze Tal stand in Flammen. Verfluchte Magie einer verfluchten Zauberin. Ich verdanke mein Leben unserem Kaplan Krest. Er brachte mich vom Schlachtfeld und kehrte dann zurück, um noch mehr zu retten. Er besaß ein Medaillon, das vor Feuer schützte. Alle, die er rettete, haben überlebt. Auch Edirner. Aber er selbst wurde schließlich doch Opfer der Flammen. Du hast doch beim grauen Fähnlein gedient. Jawohl. Bei Hensels bester Truppe. Ohne uns hätte es den Sieg bei Brenner nicht gegeben. Ich habe die Standarte des grauen Fähnleins im gesamten Lager nicht gefunden. Wie denn auch? Sie ist ja nicht mehr hier. Vor 3 Jahren wurde sie von Fähnrich Eckhard Hennessy zum letzten Mal in die Schlacht getragen. Glevisigs Magie? Schlimmer. Edirns Pest von Infanterie. Das graue Fähnlein, Kedvens ganzer Stolz, hat seine Standarte und fast alle Männer verloren. Dieser Bastard von Besucher hat uns einfach keine Verstärkung geschickt, als wir eingekesselt waren. Das graue Fähnlein muss fortbestehen. Es hat schon Schlimmeres erlebt. Und wird es auch diesmal schaffen. Die Edirner waren uns 7-fach überlegen. Verdammt nochmal, wir hatten keine Chance. 200 Mann sind ausgerückt. Keine 70 kamen zurück. Und dabei blieb es nicht. Heute lebt nur noch eine Handvoll von ihnen. Die Männer waren gebrochen. Selbstmord, Feuerwasser, Fistech. Einige wurden auch Raubritter und endeten am Galgen oder im Straßengraben. Auch Erinnerungen können tödlich sein. Und kein Soldat kann gegen sie kämpfen. Ich muss diese Standarte finden.
Vielleicht hast du in den Katakomben bei Vergen Glück, wo meine Kameraden beigesetzt wurden. Wenn du dorthin gehst, dann nimm bitte meine Bibermütze mit. Auch die gehört dorthin. Jetzt hört man uns wieder. Nee. Ja, ne? Ah, ist auch schon gut. Ey! Ich würde auch noch was von essen. Oh, mein Quad noch. Danke, mein Schatz. Aber nicht selbst gewachsen. Was war vor der Schlacht geschehen? 3 Tage nach der Tag- und Nachtgleiche hatten wir den Pontar überquert. Wir wurden von einer breiten Front Edirna an den Hügeln erwartet. Ich erinnere mich an die Flaggen Wengerbergs, Aldersbergs, Giletas. Ritter, gepanzerte Infanterie, Bauern, die Zwergenlegion aus Vergen, alle bis auf den König. Mehr als 5000 Mann. General Vandergrift als Oberbefehlshaber der Streitkräfte von Cadwin. Unterstanden knapp 4000 Mann, darunter die Elitetruppe der Bärenköpfe, die Panzerreiter aus Art Carré und die berühmten weißen Füchse aus dem Norden. Und dann auch wir, das graue Fähnlein, Veteranen der Schlacht von Brenna, von den Edirnern gehasst wie die Pest. Vor allem aber hatten wir Vandergrift selbst, den Besucher. Er mag ein Dreckschwein gewesen sein, aber mit Krieg kannte er sich aus wie kein Zweiter. Hast du den Zweikampf zwischen Seldkirk und Vandergrift gesehen? Von Weitem. Ich stand auf dieser Anhöhe da. Die beiden kämpften irgendwo dort drüben. Zum Teufel, damals war das Feld flach wie ein Brett. Es war ihr 2. Kampf. Zuvor, bei einem Turnier in Art Carré, hatte Seldkirk den Sieg davongetragen. Vandergrifts Schwert war geborsten, sodass er aufgeben musste. Danach ließ er sich von den besten Magiern und Waffenschmieden Cadwins ein neues Schwert schmieden. Er nannte es Loathen. Ich glaube, das ist das Wort für Hass in der älteren Rede. Reichlich abgedroschen. Es heißt, ein Magier habe das Schwert verzaubert. Und Vandergrift erzählt, es würde nicht bersten, solange Vandergrift unbesiegt bliebe. Der Zauberer bekam 50 Peitschenhiebe. Und danach hat niemand mehr solchen Unsinn erzählt. Weißt du, wer Vandergrifts Schwert heute hat? Kaum war das Flammenmeer erloschen, liefen die Plünderer amok. Man fand Seldkirks Kettenhemd wie durch ein Wunder unversehrt. Offenbar war es auch magisch. Vandergrifts Schwert aber war spurlos verschwunden. Man munkelt, es sei in der Hand der Drachentöterin. Aber mit der kommst du wohl kaum ins Gespräch. Und wer hat Seldkirks Kettenhemd? Ein gewisser Winsen Traut, ein gieriger Strolch aus dem niederen Adel. Er ist schon sein ganzes Leben Soldat. Wo finde ich ihn? Das ist das Problem. Detmold wollte ihn verhaften, denn man hatte eine quadratische Münze bei ihm gefunden. Angeblich will ein Teil der Offiziere und des Adels die Schwarzen zum Teufel jagen, weil sie sich im Lager breit machen und der König auf sie hört. Als Erkennungszeichen nehmen die Hohlköpfe diese Münzen. Dümmer geht's nicht. Jedenfalls hat Winsen Detmolds Leute verdroschen und ist untergetaucht. Die Quadratmünzler sagen keinen Piep, weil sie Schiss vor Detmold haben. Du hast einen Kaplan erwähnt. War immer mit dabei. Auf Märschen, in den Kasernen und Lagern, bei den Schlachten, bei den einfachen Soldaten. Freya hat ihm ein Medaillon gegeben, das vor Feuer schützen sollte. Ob es das wirklich tat, weiß ich nicht. Mich und die anderen hat der Kaplan jedenfalls gerettet. Wo ist dieses Medaillon jetzt? Ich habe es bei König Henselt gesehen. Woher der es hat, keine Ahnung. Aber es ist das Richtige, bestimmt. Danke, Zivik. Außerhalb des Lagers soll einer leben, den man den Visionär nennt. Kennst du den? Die Soldaten reden von ihm, aber ich habe ihn noch nicht getroffen.
Und wenn ich ihn treffe, dann soll er bereuen, dass er meine Leute mit diesem ganzen abergläubischen Quatsch irre gemacht hat. Warst du bei Sabrinas Hinrichtung anwesend? Da war nur die 5. Kompanie vor Ort. Eigentlich schade. Ich hätte die Hexe gerne selbst brutzeln sehen. Geschah ihr nur recht. Nach dem, was sie den Männern angetan hat. Ich habe ja schon einiges gesehen. Mein Bruder ist bei einem Putsch in Rinde umgekommen, weil ein Magier sein Blut kochen ließ. Ich habe auch schon mal gesehen, wie ein Soldat eine tote Elfin schändete. Aber diese Sache vor 3 Jahren. Hexer, die Leute schmolzen wie Blei. So etwas vergisst man nicht. Man sieht, dass ihr euren König liebt. Er ist wie ein Vater, kommt zu uns, klopft uns die Schultern, weiß unseren Namen. Aber um sich das zu verdienen, muss man sich im Kampf bewähren. Ich wurde schon 3-mal ausgezeichnet. Eine große Ehre für so einen bescheidenen Soldaten. Beim letzten Mal waren wir schon hierher unterwegs. Ein Bauer hatte seinen Brunnen vergiftet. Ein paar von uns sind gestorben, viele krank geworden. Ich habe das Dorf befriedigt. Der König war zufrieden und unsere eigenen Leute beeindruckt. Eine solche Vorstellung war es. 2 Tage lang war es ruhig bei uns. Er kam zu mir, knuffte mich, lachte und sagte, was für ein Drecksack du bist. Wärst du nicht in einem Stall geboren, wärst du vermutlich König. Ein ganz herzhafter eben. Ich passe auf das Feuer auf. Mach's gut. Gott, endlich ist so fertig mit Reden. So. Haben wir das auch? Lecker. Also diese Pizza ist echt himmlisch. Übrigens, Pizza Hawaii. Falls wer fragt. Es ist Pizza Hawaii. Wirklich. Dann mit dem Schäfchen. Wie kann man dazu Igitt sagen? Wie? Das geht gar nicht. Die ist so lecker. Yum, yum, yum. Das war so eine Müde Mist. Nix da. Beste, wo gibt. Mit seiner Ananas drauf darum. Ananas ist sehr, sehr lecker. Vor allem auf Pizza. Gefangen. Ja, das geht ja nicht. Bin in Winston Traut. Das muss bei Hinsitz mit Dagnon. Den Nebel zu durchqueren. Natürlich auf einer Pizza. Wo sonst? Ja gut, auf dem Toast geht's auch noch. Toast Hawaii. Was willst du, Hexer? Oder Schnitzel Hawaii. Schnitzel Hawaii ist auch mega lecker. Ich würde gerne eine Runde würfeln. Was ist? Spielen wir? So, mal sehen, ob es was bringt. Haha, er hat einen Würfel verloren. Oh, ich habe gewonnen. Ja, das ging schnell. Da hast du deinen Gewinn. Hast ihn dir verdient. Wer spielt hier noch?
Madame Carol sagt sicher nicht nein. Ah ja, Madame Carol. Das kriegen wir doch hin. Hallo Magnus. Schmiede sollen ja kräftig sein. Bei ihm können wir andrücken. Davon kannst du dich gleich überzeugen. Pass auf, dass du dir nichts brichst. Erst das Geld, dann kannst du kämpfen. Fangen wir an. Haha, gewonnen. Meine Hand! Ach, Dreckskerl! Mach dir einen Umschlag. Und den nächsten Gegner sollen wir besiegen, okay. Oh. Da, hier heißen aber ganz schön viele Leute Igor. Leb wo? Viel Erfolg. Nee. Lass mich. Sven! Rede ich mit Sven? Wer will das wissen? Jemand, der dir den Arsch retten kann. Mach dich vom Platz! Ich habe deinem Vater versprochen, dir zu helfen. Dann geh zu ihm und entschuldige dich für die Lüge. Dir muss es ja übel gehen, dass du so dringend sterben willst. Übel geht es mir, wenn ich kneife. Von Feigheit ist nicht die Rede. Wovon denn dann? Willst du den Schlechter entsenden, die Jungfrau von Edirn zu entjungfern? Wir werden zusammen gegen zwei von ihnen kämpfen. Deine Ehre bleibt so makellos wie die einer 100-jährigen Nonne. Wieso tust du das? Ich hab's dir schon gesagt. Dein Vater hat mich darum gebeten. Und du willst nichts als seinen Wunsch erfüllen? Genau. Du lügst. Was spielt das für eine Rolle? Okay. Wo finde ich den? Da vorne scheinbar. Juhu, wir dürfen kämpfen. Schau, das läuft doch wieder nur da. Darauf. Ich suche Letant Avet, den Schlechter von Cidaris. Und willst was, bitteschön? Ich will mich mit dir messen. Kurios. Alle anderen machen sich schon ins Hemd, wenn ich nur einen Zahnstocher in die Hand nehme. Man sagt, du wärst einem Hexer ebenbürtig. Dreiste Lüge. Ich bin besser. Wir werden sehen. Du musst dich gedulden. Ich bin schon zu einem Kampf verabredet. Wir könnten zwei gegen zwei kämpfen. Wir sind doch von der Blüte des Rittertums von Kedwen umgeben. Da ist an Freiwilligen sicher kein Mangel. Wenn Letant es gestattet, würde ich gern an seiner Seite kämpfen. Ich bin Edwin Leistam, auch Blütenblatt genannt. Blütenblatt? Ich brauche keinen Weiberschwarm auf dem Turnierplatz. Du tust mir Unrecht, Letant. Ich trage den Namen, weil ich meinen toten Feinden Blütenblätter in den Mund stecke. Das würde dem Hexer auch stehen. Na gut, du bist dabei. Na und? Die haben doch bei jeder Rebellion und jeder miesen Sache die Finger im Spiel. Du kennst mich, ich habe keine Vorurteile und ich verstehe nicht, was soll mit diesen Anderlingen nicht in Ordnung sein? Das sind fremde Rassen, die wird man nie verstehen. Was macht ihr da hinter mir? Naja, egal. Pass auf dich auf. So, Svenny. Und? Hat er zugestimmt? Ja. Mhm. Ekelhafter Kerl, wie? Ausgesucht, ja. Ekelhaft. Bereit? Ja. Holen wir uns die beiden. Eure Majestät, edle Herren, Soldaten. Zum Kampfe 2 gegen 2 trete nunmehr an. Der Schlechter von Cidaris, Letant Avet,
und an seiner Seite der berühmte Edwin Leistham, auch Blütenblatt genannt. Mhm. Und dies sind die Gegner. Sven irgendwie und Geralt Sven von Riva. Irgendwie. Hexer. Mögen die Götter den Siegern hold sein. Fangt an! Stört sich doch nicht, wenn ich gewinne, oder? Erstmal schön in die Ecke treiben. Ruhm den Sieger, Ehre den Besiegten. Der Preis des heutigen Zweikampfs ist ein Adelstitel. Diesen geruht seine gütig über uns herrschende Majestät großmütig dem jungen Sven zu verleihen. Die Zeremonie findet heute noch statt. Die nächsten Kämpfe werden in Bälde ausgerufen. Es lebe Henselt, König von Kettwen. Ah ja, okay. Danke, du hast meine Ehre gerettet. Eher dein Dickschädel. Ich werde Ritter. Der König selbst wird mich zum Ritter schlagen. Du wurdest vor 18 Lenzen in einem Schweinestall geboren. Daran wird dein neuer Titel nichts ändern. Hexer, ich versprach für dich zu tun, was immer du willst. Mein Wort ist so gut wie das eines Edelmannes. Du hast mir also nicht umsonst geholfen. Nein. Alles hat seinen Preis. Und? Was verlangst du? Informationen über Leute, die quadratische Münzen bei sich tragen. Vater! Schweig! Warum interessiert dich das? Ich muss erfahren, was es mit all dem auf sich hat. Das ist eine lange Geschichte. Ich habe Zeit. Es begann noch vor der Schlacht von Brenna, als wir Edirn mit Nilfgaard geteilt haben. Eine unglaubliche Schande. Was hat das mit den Münzen zu tun? Alle wollten sich mit den Schwarzen schlagen. Keiner wollte sich mit ihnen verbrüdern. Ein paar Offiziere haben eine Verschwörung organisiert, mit diesen Münzen als Erkennungszeichen. Wer das war, ist nicht bekannt. Aber der Samen des Komplotts fiel auf fruchtbaren Boden und keimte rasch. Nach Brenna wurde es still um die Verschwörer. Sie wussten selbst nicht recht, was sie wollten. Aber in letzter Zeit haben sie wieder Zulauf erhalten. Henselt und Nilfgaard rücken enger zusammen? Wer weiß. Henselt empfängt den Greis und führt lange Gespräche mit ihm. Die Verschwörer wollten nie etwas anderes, als dass sich die Schwarzen aus unseren Angelegenheiten raushalten. Du weißt eine Menge. Hast du auch so eine Münze? Ich bin alt und weiß, dass Macht und Herz nicht zusammengehen. Zu wissen, wer eine Krone zurechtträgt, maße ich mir nicht an. Aber mein Sohn glaubt noch an gerechte Monarchen. Warum interessiert dich das? Das kann ich dir nicht sagen. Und du mauerst auch? Das Wort eines alten Soldaten ist kein Strohwisch für den Donnerbalken. Ich will damit nichts zu tun haben. Geh zum Bordell von Madame Carol. Frag nach Lispelotte. Madame führt dich zu ihrem Zelt und lässt euch allein. Lotte fragt dann nach deinen Wünschen. Sag ihr, du möchtest, dass ihr Lächeln dir die Pforten des Paradieses öffnet. Sind wir damit quitt? Ja. Und hüte dich vor Vincent Traut. Er könnte sich mit den Verschwörern versteckt halten. Der Kerl ist gefährlich. Detmold lässt ihn suchen. Wegen ihm drücken wir noch alle die Wange auf den Richtblock. Wenn der Drecksack dem Zauberer in die Hände fällt, wird er uns alle verraten, damit er ungeschoren bleibt. Ich bin vorsichtig. Traut trägt eine magische Rüstung. Selbst für dich könnte er ein schwieriger Gegner sein. Ja, kriegen wir hin. Hexer! Was? Der König ist von deinem Können beeindruckt. Er hat ein Turnier angesetzt. Wenn das so weitergeht, muckst er seine Armee ab, bevor er gegen Edirn zieht. Dies ist ein Ritterturnier, kein Schlachtfest als Spektakel für die Massen. Der König hat hohe Preise vorgesehen. Wenn du interessiert bist, ich warte bei der Arena auf dich. Ritterturniere. Ich nehme an eurem Turnier teil. Das wird den König freuen. Denk dran, das ist kein Kampf auf Leben und Tod. Ich denk daran.
Die Köpfe versucht, gehen daran von zu Mittag denken. Bis zur Abenddämmerung. Du findest mich währenddessen direkt an der Arena. Okay. Kriegen wir doch hin. Ich hab die Schnauze gestrichen voll. Also, Ritterturniere sind nur. Ja. Mich interessiert. Nein. Von verdammten Nebel. Solange Ritter. Oder geht das gerade noch gar nicht? Die Kämpfe. Okay, es geht gerade noch gar nicht. Muss ich wahrscheinlich warten, bis er dann da steht. Nein. Lass mich raus. Ich muss ja sagen, bisher ist das Spiel noch nicht einmal abgestürzt, ne? Steine, nichts als Steine. Stein, Stein und nochmal Stein. Das Leben geht bisweilen seltsame Wege. Vor einigen Jahren habe ich gegen die Nilfgaarder. Sieh an, sie. Was? Würfel. Ich habe Lust. Spiel. Toll. Mach dir nichts draus. Pech beim Würfeln, Glück in der Sieh an, sie. Was? Ich habe. Spiel. Wir haben ja noch genug. Und ich hab gewonnen. Du hast mir ganz schön was abgeknöpft. Wem könnte man hier noch was abknöpfen? Lasota, dem Gehilfen des Quartiermeisters. Sieh an, der Hexer. Was mö... Ich brauche eine Hure. Von denen haben wir genug hier. Bevor du dir eine aussuchst, will ich zuerst mal Geld sehen. Ich habe meine Prinzipien. Das sind meine Mädchen. Such dir eine aus, Weißhaariger. Ich habe viel von Lispelotte gehört. Lispelotte. Steht zu deiner Verfügung. Mein schönstes Mädchen. Und für die hat sich dieses Söldnerpack so einen Namen ausgedacht. Lotte, beeil dich! Der Hexer ist da! Bitte einzutreten. Was kann ich dir Gutes tun, mein Held? Ich möchte, dass dein Lächeln mir die Pforten des Paradieses öffnet. Komm mit. Ein Hexer? Ja, wo willst du mit mir hin? Oh. Okay, und runter. Winsentraut ist gar nicht so leicht zu finden. Du kommst allein? Was für ein Fehler, Hexer. Das wird sich weisen.
Solange ich Selkirks Rüstung trage, bezwingt mich keiner. Gib mir einfach das Kettenhemd, dann vergesse ich eure Verschwörung samt Lispellotte. Ich weiß über die Münzen, was ich wissen wollte. Dir als Detmolds Jagdhund muss ich sagen, ich traue dir nicht. Musst du auch nicht. Ich will nur das Kettenhemd. Alles andere schert mich nicht. Ich soll es abnehmen? Und zurückgeben. Und dann schleichst du dich? Und alles wird gut. Mein Märchen geht anders. Ich bring dich um, nehm dein Schwert und dein Gold und die Götter danken's mir, weil sie einen dreckigen Mutanten los sind. Stirb! Ja. Oh Mann. Ja gut, ein bisschen hältst du aus, aber... Jetzt auch nicht so viel. Ja, yeah, ich verrecke bald. Keine Angst. Also schön auf die Leiche drauf. Die muss jemand gewarnt haben. Schauen wir uns mal um. Okay. Nein, da will ich nicht rein. Rittersporn? Ja klar, bin ich überlastet. Die sind besser. Rüstung, Quest, Gegenstand. Okay. Sprich mit Rittersporn und Detmold. Okay. Speichern. Hier gibt es Trolle? Ja, gibt's. Einfach so? Was ist daran so komisch? Ach, du Schreck. Woanders hausen Schleimlinge. Und wo ist Rittersporn? Und das stört die Leute hier nicht? Was ist mit den... Verdammt, Steine! Nichts als Steine. Ja, ja, Steine. Er wiederholt sich. Okay, bis gleich, Hybrid. Immer noch auf der Suche nach Münzen? Was soll ich denn sonst machen? Die Warterei macht mich noch bekloppt. Pass doch auf! Na, da ist Rittersporn. Da hin. Ich habe da einen Brief an die Bürger Kedwins gefunden. Einen Brief? Ah ja. Ja und? Deinen Brief, du Dämlack. Wie kommst du denn darauf? Ich kenne dich. Und dazu warst du noch so dreist, dich auf mich zu berufen. Bist ja nicht der einzige Hexer auf der Welt. Du gibst also zu, dass der Brief von dir ist. Klar doch. Die Leute haben sowieso genug von diesem aufgeblasenen Nichts, das mit Nilfgaard kollaboriert. Da habe ich beschlossen, ihnen die Augen noch etwas weiter zu öffnen. Ist dir klar, was dieses Nichts tun wird, wenn es erfährt, dass du den Leuten die Augen öffnest? Und wie sollte das Nichts das erfahren? Doch nur von dir. Und ich nehme an, dass du dicht hältst. Ich bring dich um. Ach wo. Warum hältst du dir unnötig Ärger auf? Henselt wollte, dass ich Loblieder auf ihn verfasse. Ist das zu glauben? Ich und Propaganda? Was glaubt er, wer ich bin? Du schreibst doch Propaganda. Möglich, aber für eine gerechte Sache, nicht für dieses Arschloch. Nun gut. Dann einmal mit Detmold reden. In Ordnung? Wunderbar. Ja, ne?
Ja, das Turnier können wir gleich auch machen. Da steht jetzt endlich einer. Solange der Nebel sich nicht lichtet, hocken wir hier wie die Hühner auf dem Detmold! Die nicht der menschlichen Gattung zuzurechnen ist. Fabel, sie ist ein... Ich habe Traut gefunden. Und noch ein paar andere Quadrat-Numismatiker. Weißt du inzwischen, wer der Anführer ist? Nein. Hat jemand überlebt? Nein. Hättest du nicht wenigstens Traut übrig lassen können? Der wusste sicher ein paar Geheimnisse. Gibt es eine Belohnung für sie? Oh ja, eine glatte Summe pro Kopf. Ich will das Geld nicht. Wieso denn nicht? Das begreifst du ja doch nicht. Philippa Eilhardt und Sabrina Glewitzig. Aus einer Mandragora, aus Samen und Schwefel in einem Stutenbauch. Als solcher ist sie ein widernatürliches Wesen. Dann. Feind der Menschen und der... Das haben wir schon mal. Hast du mit dem König gesprochen? Er freut sich außerordentlich, dass man ihn vom Fluch befreien kann. Gut. Ich brauche nämlich das Medaillon des Priesters Crest. Offenbar hat das der König. Der gibt dir nichts, solange du ihn nicht vom Fluch befreit hast. Naja, verständlich. Wer sich mit Drauguren anlegt, hat keine guten Karten. Schon gut, Detmold. Ihr habt nur Angst, dass ich euch in diesem Saustall im Stich lasse. Nein, ich weiß ja, weshalb du hier bist. Und was den König angeht, putz ihn runter, beschimpf ihn, verfluch ihn, wenn es sein muss. Aber ratsam ist das nicht. Hast du mit dem König... Nein. Er freut sich außerordentlich. Warum habe ich eigentlich jetzt so einen Fadenkreuz hier? Na. Mach's gut. Wo kommt dieses Fadenkreuz her? Okay, warte mal. Einmal speichern. Kurz im Hauptmenü, weil das ist doch ein bisschen arg störend. Ist es weg? Ja. Okay. Witcher 2, das verbuggste Spiel überhaupt. Dieses Spiel hat mehr Bugs als alles andere. Der König ist gar nicht da. Ah ne, da sitzt er. Sei gegrüßt, Hexer. Alle suchen wie die Irren nach diesen Münzen. Erwachsene Kerle kennen das Lager, strecken die Ärsche in die Luft wie die Volltrottel. Wozu das Theater? Als wäre das Lager... Was kann ich für dich tun, Monsterjäger? Dich mit mir unterhalten, Kriegsgewinnler. Hab schon viel von dir gehört. Sei mir gegrüßt. Seid gegrüßt, Hauptmann. Lass uns über Armdrücken reden. Reden wie... Ich soll... Bar... Das steht... Ja. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Gegen wen soll ich antreten? Die Stärksten in meinem... Dann sind da... Ja, okay. So. Das Gespräch hatten wir nämlich beim letzten Mal schon geführt, wo mir das Spiel abgeschmiert ist. Ich erinnere mich noch. So. Aber wir kümmern uns erstmal ums Turnier. WB Hybrid. Ritterturniere sind nur was für richtig. Können wir. Bist du bereit? Ja. Dann fangen. Kommst du ja genau richtig zum Turnier wieder. Der Hexer Geralt von Riva misst sich mit dem edlen Gwydion. Ich ergebe mich. Der Hexer Geralt hat gesiegt. Genau so soll es sein. Du hast gesiegt. Gib mir ein Zeichen, wenn du für den nächsten Kampf bereit bist. Gut. Guten Tag. Dank für die geholten 10 Bits. Ritterturniere sind nur was für richtige Männer.
Ja, wie oft willst du die noch wiederholen? Ja, dann. Ich weiß gar nicht, wie viele Kämpfer es der gibt. Hexer drei? Der Hexer steht dem edlen Redan gegenüber. Ach. Was in der Art. Da wir aber etwas überlevelt sind. Haben die anderen gar keinen Punkt. Ich ergebe mich! Der Hexer Geralt hat gesiegt! Du hast gesiegt. Gib mir ein Zeichen, wenn du für den nächsten Kampf bereit bist. Gut. Ritterturniere sind nur was für richtige Männer. Können wir das Turnier fortsetzen? Bist du bereit? Wenn es sein muss. Ja. Dann fangen wir an. Lang lebe der Energy. Geralt von Riva kämpft nun gegen den unerschrockenen Borin. Borin? Netter Name. Brutus, so nennen wir unseren Sohn. Borin. Ich weiß gar nicht. Ist Brutus überhaupt da? Ich weiß gar nicht, verflixt und zugenäht. Gibt es denn in ganz Kettwe nicht einen, der in der Lage ist, diesen Hexer zu besiegen? Beschissene Bande von Feiglingen! In Kettwe vielleicht nicht, aber in Temerien, wer weiß. Ich will es mal versuchen. Das klingt interessant. Besiegst du ihn, verdopple ich deine Belohnung. Hallo. Diesmal hat Wes den Hexer herausgefordert. Eine Frau, die in der Eliteeinheit der temerischen Armee dient. Ich glaube, das sieht nicht gut für sie aus. Nö. Ich ergebe mich. Mit ein paar solcher Teufelskerle könnte ich die halbe Welt erobern. Gebt ihm die Belohnung. Er hat sie verdient. Juhu. Der König wollte ein Schauspiel haben. Und er hat eins bekommen. Schade, dass klar war, wie es ausgehen würde. Hexer sind nicht unbesiegbar. Dieser hier ist es, wie man sieht. Aber du warst trotzdem sehr tapfer. Sie hat mehr Widerstand geleistet als alle kettwinischen Ritter zusammen. Du bist sehr freundlich. In der Arena nicht. Er hat mich ernst genommen. Das stimmt. Danke, dass du keine Nachsicht mit mir geübt hast. Ich gehe ins Lager zurück. Besuch mich, wenn du willst. Frauen. Hier ist dein Preis. Ich habe noch was zu erledigen. Danke. Okay. Ich sprich mit Wes. Okay, das machen wir gleich. Was soll ich denn sonst machen? Ich speichere mal kurz. So, ich gehe einmal ganz kurz aufs Klo, bringe einmal kurz den Teller hoch. Den kann ich das nämlich gleich mit in die Geschirrspüle. Und dann bin ich gleich wieder da. Gibt, sofern ich hinkriege. Ich habe die Schnauze gestrichen voll von diesem verfluchten Ort. Die Trailer. Vom Blutkometen, von Quadratmünzen. Ja, yeah. Und von verdammten. Ich hoffe, es stört nicht, dass dahinter gelabert wird, weil ich kann es leider nicht ausschalten. Deswegen hier einmal viel Spaß mit dem Trailer.